this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Ja, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde, zu einem weiteren Video. Heute spielen wir mal das Spiel BeamNG und heute machen wir eine kleine Boost-Tour und mal sehen, was uns so erwartet. Selber gefahren bin ich noch nicht. Wir versuchen auch alles zu geben. Also Sound ist schon mal sehr realistisch. Ihr kennt ja vielleicht das Spiel. Das ist ja richtig hier mit Halten und so, wa? Das ist ja cool. Machen wir richtige Bustour und... Oder soll das O sein? Oh. Das ist ja krass. Warten auf weitere Fahrgäste. Wieder 0. Der G. Feuer frei. Die Hupe passt auch nicht so wirklich. So, Feuer frei. Ich weiß gar nicht, ob ich eingestellt habe, ob hier Verkehr kommt. Mal sehen. Oh, Bus bricht erstmal aus. Vollgas! Ja, anscheinend kommen hier keine Autos. Das können wir auch gleich nochmal einstellen. Oh, Bambi. Ja, aber ansonsten ist es schon sehr realistisch, das Spiel. Ich hatte auch schon mal ein bisschen gezockt. Wartet mal, ich halte mal kurz an. So, da sind wir auch wieder. Ich habe jetzt mal Verkehr angestellt. Der KI. Dass es nicht ganz so langweilig ist. Ja, da sehen wir schon Autos. Schön. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die Tour jetzt geht. Ich hoffe nicht ganz so lange. Jetzt wieder volle Möhre. Platz da. Ah ne, ist ja schon eine Bushaltestelle. Okay. So, wie war es jetzt? Hier? Cool. Feuer frei. Eine schöne Aussicht hier. Gehen wir mal in die Innenperspektive. Ah, das ist ja schon wieder ein altes. So, mittlerweile sind wir firm. Hier wird's eng. War. So fährt sich's doch am besten. In der Außenperspektive. Wir haben's eilig. Immer richtig? Nee.
Ah, jetzt. Allein steigen. Also ich habe wirklich keine Erfahrungswerte, wie lange wir jetzt hier fahren. Ey! Einfach überholt. Aber schön, dass wir hier so ein bisschen durch die City fahren. New York City of Wacken. Oder so ähnlich. Aber mein Gesang ist weiß. Egal, wir fahren hier über Rot. Um unsere eigenen Regeln heute. Wer weiß, ob überhaupt die auf Grün wieder springt. Hey, nee, ich. Ach, das war's schon. Cool, Leute. Ja, viel passiert ist in der ersten Folge erstmal nicht. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne ein Like und ein Abo da lassen und dann sehen wir uns mit der nächsten Folge Beam Engine weiter, wo ein bisschen Action ist. Also Leute, bis dahin und ciao!